Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit Enshrouded. Keine Angst, wir haben Veilride und Soulmask diese Woche auf jeden Fall auch noch. Vorab mal die Frage, ist es bei euch genauso heiß wie bei mir? Also ich finde, das ist echt krass und jetzt könnte es mal vielleicht später ein bisschen kälter werden, denn da macht der Spielspaß leider auch nicht so viel Spaß, wenn es zu heiß ist. Naja gut, wir kommen zurück zum Thema. Wir sind in Enshrouded und beim letzten Mal sind wir ja vor dem Sonnentempel stehen geblieben mit diesen zwei dicken Müttern da. Da machen wir auf jeden Fall heute weiter. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht einen Like da zu lassen und den Abo-Button zu drücken. Und wenn ihr Bock habt, auf unserem Discord-Server vorbeizuschauen oder bei mir auf Instagram, dann scannt diese beiden QR-Codes und dann kommt ihr direkt dorthin. Ja Leute, und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Schauen und let's go! So, hier bei diesem besagten Sonnentempel und ich glaube, es hieß Knochenfort, sind wir stehen geblieben beim letzten Part. Ich habe mir jetzt hier einen Altar hingesetzt und eine Werkbank zum Reparieren. Ausgerüstet bin ich soweit auch. Jetzt gucken wir mal, ob ich irgendwie noch mein Essen auffüllen kann. Geht aber nicht. Und dann, ja, hätte ich gesagt, wir starten einfach mal los ins Abenteuer. Ja, Knochenfort, genau. Und ich bin gespannt, was uns hier jetzt so Schönes erwarten wird. Wir gucken uns natürlich alles wieder an. Hier hätte ich auch was zum Reparieren gehabt. Okay, macht nichts. Ich habe außerdem auch wieder genug von den, wie heißt es gleich, Dietrichen dabei, die ja im letzten Part irgendwie ausgegangen sind. Aber ich hatte die tatsächlich in eine Kiste geschmissen. Moment, hier geht es auch noch hoch. Und deswegen waren sie natürlich nicht mit drin. Ist ja ganz klar. Wir können hier was durchsuchen. Und ich glaube, genau, da kommt schon der Erste. Was ist das? So, ich hoffe, dass wir die alle schnell genug platt machen können, damit ich hier auch meine Ruhe habe. Hier kann ich was plündern, hier kann ich was plündern. Oh Gott, ist das hell. Oh, hier habe ich nicht gerechnet. So. Einwandfrei. Dann gehen wir hier runter. Da können wir nämlich auch noch reinschauen. Ja, aber da muss ich das kurz zuerst wegmachen. So, was haben wir hier? Plündern. Fellfetzen. Okay, als hätten wir nicht schon genug davon. Und Metallschrott. Ja, ja, so ist das. Hier ist nix. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Okay, jetzt geht's wieder. So, hier haben wir jetzt die Meldung bekommen. Höhlending. Ach, das ist das da hinten. Okay, den habe ich ja im letzten Part auch nicht gleich gesehen, den Höhleneingang. Macht aber nichts. Jetzt haben wir ihn ja gefunden. Können wir hier noch plündern. Was gibt's hier? Ach, Dietriche. Ah, Ratte, Hallöchen. Ist die Frage, ob man hier irgendwas wegsprengen kann oder muss. Ich glaube, dass jetzt hier erstmal nichts ist. Das nehmen wir noch mit, wobei man davon auch wirklich immer genug hat. Würdest du mich bitte mal durchlassen? Okay. Haben wir dann hier vorne alles schon durchgeschaut? Irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass eigentlich, als wir da runtergeguckt haben, viel mehr los war. Aber ja gut, dann ist das halt so. Dann gehen wir darauf zu unserem guten Freund, dem Drachen. Ah, und er erledigt das für uns. Scheiße, jetzt habe ich ihn aus Versehen angegriffen. Greifst du mich jetzt an oder nicht? Nee, okay, super. Dann gehen wir weiter. Wo sind denn alle? Ach, greif mich doch an. Okay. Tut mir leid, das war nicht beabsichtigt, mein guter Freund. Jetzt schauen wir nochmal dahinter. Achso, von da sind wir gekommen. Na gut, dann müssen wir wohl tatsächlich hier lang. Und haben wir da Ratten? Hä, was habe ich euch denn jetzt getan? Absolut gar nichts. Bescheuert oder was? Also unmöglich, echt.
Hier, das plündern wir natürlich und hier können wir was öffnen. Very interesting. Ah, Schwarzpulverkugeln. Die kann ich tatsächlich ausnahmsweise mal gebrauchen, weil meine alle leer sind. Sehr schön. So, was kann ich denn hier machen? Ist hier irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Sieht aus wie so ein kaputter Obelisk hier in der Mitte. Und wo ist denn das Hündchen hin? Hä? Ach, da unten bist du. Gut, dann düsen wir natürlich auch nochmal hierher. Denn hier drin waren wir definitiv noch nicht. Hier können wir pennen, aber das brauchen wir ja bei mir nicht. Denn die Nacht geht ja nicht lang. Ah, stopp. Wir plündern das. Dann schauen wir mal. Hier können wir noch rauf. Was geht hier so? Da waren wir schon. Hier ist eine Kiste drin. Ja, sehr cool. Was steckt da drin? Hagelblitz-Zauberstab. Nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Und gehen da rauf. Gucken mal, was jetzt hier noch ist. Hier ist eigentlich nichts mehr. Ich frage mich, wo alle Gegner sind. Also Leute, wirklich, ich habe halt auch nichts umgestellt oder so. Das sind die Einstellungen, die ganz normalen, außer dass halt die Nacht kürzer ist und ich Hunger habe. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Wo sind denn die Leute alle? Also wirklich, ich habe echt nichts gemacht. Das finde ich sehr komisch. Aber gut, ich meine, mich stört es nicht. Dann habe ich im Endeffekt weniger zu kämpfen und mehr Zeit, mich hier umzusehen. Dietriche en masse hier. Sehr geil. Okay, okay, dann gehen wir da weiter. Achtung, Falle. Hier kann man nichts machen. Ah, ich höre doch was. Ich habe doch da was gehört. Unter uns. Das müsste, glaube ich, diese Mutter sein. Und wir haben die strahlenden Paladinstiefel gefunden. Was machen sie denn? Plus 4 Gesundheitsregeneration, minus 120 Regenerationspause. Das hört sich erstmal gar nicht schlecht an. Komme ich da rauf? Oder muss ich da gar nicht rauf? Oh, hier ist die Alte. Wisst ihr was? Dann machen wir die doch mal gleich. Denn von hier oben sollte sie uns eigentlich nicht treffen. Oh, und da hinten kommt die andere. Okay, alles klar. Wartet mal, was habe ich denn? Hier, die vergiftete Eisenpfeile wollte ich doch. Hilft mich das? Nee, gerade noch nicht. Das ist gut. Dann wird sie erst hier weg. Wobei es natürlich auch jetzt blöd ist, wenn sie genau unter mir gammeln. Okay, dann gehen wir hier rüber. Ja, den Boden kannst du ruhig ankotzen. Das ist mir wurscht. Was soll das? Komm schon. Wenigstens die schon mal. Genau, jawohl. Das ist praktisch. So, sind die beiden weg. Kann ich den auch von hier machen? Weil das ist nämlich so ein Sacksteiger. Den habe ich gar keinen Bock. Ja, okay, den Rest machen wir so. Einwandfrei. Das ging schnell. Plündern wir die Mütter. Wir haben klingende Dämmerung bekommen und einen Brandstiftbogen. Und hier waren wir schon drin, genau. Sehr schön. Dann schauen wir weiter. Wir müssen ja noch da rein.
Hier unten drin waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, waren wir nicht, sonst hätte ich die Truhe schon aufgemacht. Schwarzpulverkugeln. Und dort hinten waren wir dann tatsächlich auch noch nicht. Hier sind überall diese ganzen Fallen, da muss man halt echt übelst aufpassen. Wobei ich ja mittlerweile eigentlich schon ganz gut drin bin, da nicht reinzulaufen. So, da hinten ist irgendwas. Ach so, das ist einfach nur ein toter Typ. Na gut. Okay. Hier ist viel Lapislazuli. Das brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Gibt es denn hier oben noch was? Ja. Dann gehen wir mal da runter und. Oh, hier ist eine Höhle. Was gibt's hier Feines? Auch eine Kiste. Mit Keule des Trotzes. Sieht auch nicht schlecht aus. Ist, glaube ich, auch kein Zweihänder. Das ist ganz geil. Dann reparieren wir hier gleich. Dann müssen wir nicht hinten raus. Das nehmen wir natürlich auch mit. Oh, jetzt explodiert's. Und dann glaube ich, dass wir tatsächlich hier jetzt alles angeschaut haben. Schreibt mir bitte wie immer in die Kommentare, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe oder nicht gefunden habe. Wir kümmern uns jetzt mit dem ewigen Frostpfeil darum, dass mal die Tür aufgeht. So, und das andere habe ich gesehen, war ja da. Dann nehmen wir gleich wieder die Eisenpfeile hier. Essen und trinken. Nicht vergessen. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder im Sonnentempel. Was gibt's hier Schönes? Metallschrott und Federn. So, und hier auf der Seite haben wir im Endeffekt auch nichts Besonderes. Das heißt, wir düsen jetzt rauf und schauen erstmal hier links, was hier so geht. Und ich höre auf jeden Fall welche. Mal schauen, wo die dann sind. Schaut mal, hier in der Mitte ist nämlich auch wieder so ein Ding, nur größer als das draußen. Ah, weil ich es gerade sehe, machen wir es natürlich gleich weg. Genau, das ist wahrscheinlich also auch wieder ein Obelisk, der gerade hier im Bau war. Zumindest sieht es so danach aus. Und jetzt gucken wir mal, kann ich hier wieder die Funken sammeln? Jawohl. Coole Sache. Hier kann ich bestimmt was aufmachen. Ältestenhandschuhe. Was machen die denn? 9% Schaden gegen magische Feinde und 12% Magierstabschaden. Gut, das ist dann wahrscheinlich auch eher was, was nicht jetzt für meine Klasse gedacht ist. Und hier ist aber sonst auch nichts mehr. Das können wir noch öffnen. Und dann können wir auch schon raufgehen. Gucken uns genau um, nicht, dass wir noch so ein Teil brauchen. Und hier sind wieder Fallen. Gut, wir gehen jetzt erstmal links lang. Und hier kann man raus, auf schönen Balkon. Oh, und hier, wie gesagt, haben wir noch ein Knöpfle. Okay. Oh, jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, was ausgelöst. Belastend. Ach, guckt mal, den Knopf hätte man von hier auch schießen können. Na gut, das wusste ich nicht. Den habe ich zum Glück ja vorher gesehen. Also alles easy to the peasy. Gucken, ob hier irgendwelche Geheimtüren oder so sind. Ach ja, warte mal, war nicht hier draußen dieser eine Typ beim letzten Mal? Komisch, irgendwie ist er nicht mehr da. Ihr wisst schon, der auch so einen roten Umhang hatte. Ja gut, wenn er auch nicht da ist, dann soll es mir recht sein. Hier können wir was öffnen. Hier ist auch ein Knopf. Geil. So, und ich habe gesehen, wir brauchen noch einen Knopf, damit die Tür hier aufgeht. Gucken wir mal, wo ist diese Knopf? Da oben ist. Ich habe gefunden. Und da hinten kann ich auch was verschieben. Aber wenn ich das wegschiebe, dann glaube ich, habe ich diese Britzeldinger.
Das machen wir natürlich nicht. Schauen wir, ob ich das treffe. Ja. Oh nein, es hat sich automatisch weggemacht. Gut, aber wir gucken natürlich auch hier mal wieder, ob hier noch irgendwas ist. Aber sieht mir jetzt überhaupt nicht so danach aus. Coole Sache. Dann muss ich jetzt nur hier vorbei kommen. Gehe ich jetzt einfach da lang. Und dann hier rein. Gut. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie groß dieses Obelisken-Ding dann tatsächlich ist. Das geht halt bis übelst weit rauf. Hier hinten kann man klettern. Moment, hier ist eine Plattform. Und hier geht es aber noch raus. Dann gucken wir uns zuerst mal hier draußen um, was hier noch so geht. Ach, Zinnbarren ist auch nicht verkehrt. Ist hier noch irgendwas Schönes gibt. Hier geht es auch rauf. Oh, da oben ist so ein Nest von so einem Drachen. Und ich glaube aber, dann sind wir doch eh schon wieder rum, oder? Ja, dann gehe ich jetzt mal hier hinten die Treppe hoch und gucke, wo die uns hinführt. Aha. Gut, du bist brav, du tust uns ja nichts, deswegen kannst du ruhig sitzen bleiben. Wir schwingen uns einmal nach oben. Ah, hier ist eine Tür. Ah, und jetzt sind wir ja hier schon beim Ende vom Obelisken angekommen. Das heißt, man kann... Hätte ich jetzt da auch irgendwie anders hingekonnt? Wartet mal, hier kann ich was kaputt hauen. Ah ja, wahrscheinlich dann über hier, ne? Ich glaube schon. Das heißt, wir sind aber hier auf jeden Fall richtig. Und müssen dann dementsprechend hier hoch. Und gucken uns da um. Ah, und jetzt stehen wir auf dem Obelisken. Interessant. Und wie komme ich jetzt... Ah, da. So, jetzt sind wir hier oben und haben eine wunderschöne Aussicht auf das Ende der Karte. Auch schön. Muss man mal gesehen haben, nicht wahr? Oh, hier ist ein goldenes Kistilein. Was gibt's da? Geistergleiter, Stufe 30. Cool. Geistergleiter bei Schreiner. Und ich glaube... Das ist auch der Gleiter, der vom Spiel her der beste ist. Geil. Den rüsten wir natürlich gleich aus. Cool, dann haben wir jetzt den Geistergleiter gefunden und auch die Quest abgeschlossen unter den Amseln. Ja, wunderbar, das lief doch eigentlich wie am Schnürchen. Ich hatte es mir tatsächlich, als wir von da hinten geguckt haben, irgendwie um einiges schwieriger vorgestellt. Ach, wartet mal, man kann auch noch ganz hoch. Jetzt muss ich nur gucken, wie. Komme ich da hoch? Ja, einwandfrei. Ist dann hier noch irgendwas? Nope. Dann gehen wir... Oh, das war knapp. Da wollte ich eigentlich hoch. Ah, und hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Strahlender Paladin Brustplatte. Sehr schön. Geil. Ja, dann haben wir... Das hier fertig. Ich glaube, es geht jetzt dann auch bald die Sonne unter. Lasst uns mal kurz auf die Karte schauen. Wir haben jetzt hier noch Manators Schrein der Flamme. Und ich würde sagen, da können wir heute auf jeden Fall auch noch hingehen. Das machen wir jetzt und dann schauen wir, was da noch so ist. Und bei dem Elixierbrunnen habt ihr mir ja geschrieben, dass es tatsächlich auch eine Wurzel gibt, die aber sehr gut versteckt sei. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall auch noch mal rein. Aber das mache ich dann, glaube ich, alleine, es sei denn, euch interessiert tatsächlich, wie man zur Wurzel hinkommt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wir müssen weiter in diese Richtung und gucken mal, da hinten ist die Warte. Weit haben wir nicht mehr, es sind noch ein paar Meter. Aber doch hoffentlich nicht im roten Miasma. Was ist das? Ach, Lapis Lazuli? Guckt mal, da hinten sind auch solche Inseldinger. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt.
wenn man von der anderen Seite da so rüberfliegt. Würde mich aber tatsächlich mal interessieren. Also, wenn wir da hinten sind, können wir das ja mal ausprobieren, weil da hinten ja auch kein rotes Ding ist. Und das ist der Schrein. Sicher kann ich da hin, ohne dass ich sterbe. Wir probieren es aus, aber es sieht gut aus. Und hier kann ich auch was lesen. Ich mache mal die Kamera kurz aus, dass ihr es auch sehen könnt. Alles gerät in Vergessenheit. Ich erinnere mich immer gerne an meine unerfahrenen Jahre, in denen ich blauäugig weiterreiste als alle anderen. Die Tiefen weckten mit ihren Wunden mein Interesse. Ich griff nach ihnen auf der Suche nach Wissen und hüllte mich in die Wärme der Flamme. Ich war jung und hatte keine Angst vor Fehlern. Im Abgrund fühlte ich die Unendlichkeit. Jetzt fühle ich sie nicht mehr. Der Sand in meiner Sanduhr nimmt, rinnt ab. Wenn ich höre, wie die Flammen den Namen des Ältesten, meinen Namen, ruft, werde ich von Reue erfüllt. Der Kern unseres Planeten hat sich verändert. Der Welleneffekt meiner Entdeckungen riss die Täler und unsere Jüngsten entzwei. Das Versagen hätte mir Angst einjagen sollen, nicht die Veränderung. Der Abgrund ist alles, was noch übrig ist, und er ist ein Synonym für das Vergessen. Ich habe meinen Namen in den Stein gemeißelt, mein Versagen auf die Obelisken geschrieben, damit es mich überdauert. Aus Angst, in Vergessenheit zu geraten, habe ich auf den letzten sogar meinen Namen geschrieben, wie überaus menschlich von mir. Dieses Gefühl der Endgültigkeit ist seltsam, es ist leer und kalt. Manator. Das war irgendwie traurig, meiner Meinung nach. Ach so, was kann ich denn jetzt hier alles plündern? Blitzstrom bei Alchemist. Da kann ich auch noch was plündern und hier hoch noch. Sonst noch irgendwo was? Ja, da. Und da. Ich glaube, das war's dann. Gut, Leute, dann sagen wir mal so, kümmern wir uns im nächsten Part um die größte Beute. Das hier wird wahrscheinlich wieder eine Wurzel sein. Und hier haben wir auch nochmal den vierten und letzten Sonnentempel, den wir dann noch erkunden können. Hat auf jeden Fall wieder ultra viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich überrascht, wie gut es dann ging mit dem Sonnentempel und dem Knochenfort. Ihr wisst jetzt, wo man den besten Gleiter herbekommt. Und in dem Sinn würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen, nicht zu heißen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!